Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die Nachwahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Peter Stephan aus dem Hessischen Landtag ist die Nachwahl eines Mitglieds im Hauptausschuss erforderlich. Ferner hat der Abgeordnete Christian Heinz mit Ablauf des 22. Juni 2017 sein Amt als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss niedergelegt. Nach § 6 Absatz 2 der Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19/5018 schlägt die Fraktion der CDU den Abgeordneten Christian Heinz als Mitglied sowie den Abgeordneten Joachim Weilmann als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss vor. Widerspricht jemand der Wahl durch Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 19/5018 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit erübrigt sich die Frage nach Gegenprobe und Stimmenthaltung. Ich stelle fest, dass damit der Abgeordnete Christian Heinz als Mitglied sowie der Abgeordnete Joachim Feilmann als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss gewählt wurden.